Mit dem Kühler voller Blumen fährt Trucker Babe Lissy von Apulien zurück in ihre Heimat Südtirol. Bis ein LKW ihr auf einem überfüllten Parkplatz den Weg versperrt. Jetzt komm ich da nicht vorbei. Auf der überfüllten Raststätte hat ein Kollege ausgerechnet an der engsten Stelle der Ausfahrt geparkt. Illegal natürlich. Ma non passa qua, ma. Ma no, ma guarda là. Lissy glaubt, sie redet mit einem unbeteiligten Autofahrer, der zufällig dasteht. Dov'è quel stronzo là? Aber sie irrt sich. Der Mann ist der Fahrer des Trucks. Das wird ihr jetzt erst klar. Es ist ja selber scheiße. An sein Entgegenkommen braucht Lissy jetzt nicht mehr denken. Der Fahrer ist eingeschnappt und guter Rat teuer. Mach deinen Spiegel rein oder bau den ab oder tu, was du willst, du Idiot. Grüß dich. Depp, du Bläder. Wo haben wir jetzt Avanti? Dann fährt er doch ein kleines bisschen zurück. Gerade genug, damit's für Lissy schwierig bleibt. Idiot, du Saubläder. Keine untypische Situation, die Lissy da erlebt. Auch in Italien nimmt der LKW-Verkehr auf den Autobahnen zu. Die letzten Jahre um je 1%. Und das, obwohl die Regierung sich bemüht, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. Ich verstehe alles mit Parkplatzsituation, alles. Aber wie kann man so saublöd hinparken, verstehst du? Ich habe den auch angepumpt. Ich habe gar nicht mal gecheckt, dass er das war. Mir auch scheißegal. Aber in einer so bescheuert parkt, da kenne ich einfach keine Gnade. Ich fahre ja nicht hier raus oder beschädige mein Auto, wenn er nicht ordentlich parken kann. Wie kann man nur? Ich verstehe es einfach nicht. Bei aller Liebe, ich verstehe, Parkplatznot, alles zusammen, aber wie kann man nur so parken? Er sagt dann, ja, die anderen sind auch vorbeigekommen. Ist mir scheißegal, ich bin nicht die anderen. Ich bin fertig. Wenn ich nicht vorbeikomme, komme ich nicht vorbei. Dann soll er wegfahren oder seitfahren. Es war so knapp. Es war bei ihm so knapp und es war an der Mauer so knapp. Hätte ich jetzt nicht die Achse unten gehabt, meine Liftachse, dann wäre ich sowieso nicht da um die Kurve gekommen. Also, der soll sich mal so anstellen, der soll besser parken und fertig. Ihr könnt nie so parken. Nie. Ich fahre jetzt zur nächsten Raststätte hin. Die nächste Raststätte, die kommt, und hofft da auf mein Glück, dass ich da einen Platz finde. Meine Güte, ich sag's dir, ich will ja nur essen. Ich glaube, die wollen nicht, dass ich etwas esse. Die Pink Lady ist schon seit 6 Stunden unterwegs und hat den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil sie nirgends halten kann. Kein Wunder, dass ihr der Hunger aufs Gemüt schlägt. Da hilft bei Lissy nur noch eines: Boxen aufdrehen und singen. Heute scheint einfach nicht Lissys Tag zu sein. Die Schüssel geht auch nicht schlecht. Es ist spät nachmittags, die Raststätten sind jetzt schon langsam bummvoll. Also ich weiß auch heute, wenn ich jetzt irgendwo heute Abend stehen will, ich muss schauen, dass ich irgendwo rausfahre, irgendwo in ein Restaurant oder sonst irgendetwas, weil an der Raststätte, da gab ich keine Chance. Rausfahren klingt ja schön und gut. Die Frage ist nur, wo? Also ich versuche es jetzt doch mal, die nächste Raststätte hier in 1,5 Kilometer rauszufahren und schauen, dass ich da was zu essen bekomme. Weil bei der anderen Raststätte hatte ich ja nicht so viel Glück. Und jetzt hat Lissy auch vor der Raststätte Pech. Also hier ist jetzt schon wieder Staugefahr wegen Baustelle und alles. Langsam geht mir das hier ein bisschen auf die Nerven, weil ich einfach Hunger habe. Und wenn ich Hunger habe, dann werde ich ungenießbar. Ich habe einfach Hunger. Dem Feierabendverkehr ist Lissys Magen Schnuppe. Ja, jetzt ist hier noch super Stau, Verkehr, alles zusammen. Also es ist auch die typische Uhrzeit jetzt. Früh, spät nachmittags, früh abends. Alle wollen zu heim. Ja. Tja,
Was will man machen? Seit 3 Tagen fährt Lissy den Stiefel hoch und runter und würde gerne heim zu ihrem Sohn. Manchmal ist das Leben als Trucker-Babe auch ganz schön nervig. Kurz vor 6 in Italien. Knapp 40 Kilometer hinter Pescara hat Trucker-Babe Lissy endlich eine Raststätte mit einem freien Parkplatz gefunden. Hier kann sie endlich einen Happen essen. Aber den sorglosen Abend hinterm Steuer kann sie sich wohl abschminken. Ich habe Pause gemacht, aber hier ist wieder das gleiche Chaos. Chaos hoch 3. Mit Stau und Umleiten und alles Mögliche. Jetzt gehen wir schauen, ob der mich reinlässt. Yes. Es gibt sie also doch noch, die italienischen Kavaliere. Es ist Chaos, es ist Feierabend, alle wollen zu Hause, hier sind Baustellen eingerichtet, Loch und Löcher, es ist einfach Katastrophe zurzeit, was hier abgeht. Und die Blumen im Kühler werden vom Rumstehen auch nicht frischer. Mein Ziel wäre jetzt so Forlì, Bologna, die Ecke da. Ja, es ist realistisch, weil ich habe jetzt noch über 3 Stunden Fahrzeit übrig und mit denen komme ich jetzt auch trotz Stau und Verkehrsbehinderungen locker hoch. Einen Vorteil hat Lissy auf dem Nachhauseweg. Der Ersatztruck, den sie seit ein paar Monaten anstelle ihrer geliebten Pink Lady fährt, ist um einige Tonnen leichter. Auf dem Hinweg hatte sie Schweinekeulen geladen. Jetzt sind es Blumen. Da ziehen die 580 PS in den 8 Zylindern gleich ganz anders ab. Also das ist ja kein Vergleich jetzt, diese Ladung mit meiner Fleischladung, weil mit meiner Fleischladung da habe ich zwischen 18 und 20 Tonnen geladen und hier habe ich knapp 5 Tonnen geladen. Das ist wie leer. Macht schon Spaß, weil erstens Dieselkonsum ist dementsprechend auch niedrig, also Treibstoffkonsum, und zweitens bin ich viel schneller über die Berge und alles. Noch mal mehr Kraft und Power. In den letzten Stunden des Tages dreht Lissy auf. Das LKW-Fahren hat sie zur Nachteule gemacht. Ja, jetzt beginnt mein Tag. Also nachts beginnt mein Tag. Da werde ich gelassen, da komme ich runter vom ganzen Stress. Bei Untertagsfahren, das ist für mich der blanke Horror. Also da kommst du keinen Meter weiter. Es ist einfach nur schrecklich, was da abläuft. Nachts ist mein Tag, da erwachen alle Katzen. Ja. Da sind wir unter uns, die Frigomafia, und das passt. Das ist das, was mir eigentlich so gefällt, auch nachts. Da sind wir Kühlerfahrer unterwegs und das ist alles viel lockerer als was untertags. Ich liebe meinen Job als Kühlerfahrer. No Frigo, no Party. Wir sind halt immer zügig unterwegs. Wir müssen Märkte beliefern, Großmärkte beliefern, wir müssen schauen, so pünktlich ankommen. Und wenn die anderen früh morgens aufwachen, dann gehen wir halt zu schlafen. Das ist halt so. Die Kühler, die haben halt einen ganz anderen Rhythmus. Das ist nicht so wie ein normaler LKW-Fahrer. Seit 9 Jahren fährt Lissy einen Kühlerzug und war schon in ganz Europa unterwegs. Davor hat sie Lebendvieh transportiert. Ungekühlt. Versteht sich. Klar mache ich mir jetzt so langsam Gedanken über meinen Parkplatz, wo ich stehen bleiben kann, wo ich Pause machen kann und so. Ich denke mal, ich werde Raum Bologna Modena mich zur Ruhe betten. Also das heißt, dort sind 2, 3 Parkplätze außerhalb der Autobahn. Und da denke ich auch, da werde ich auch einen Platz finden. Hohe Ansprüche an einen Parkplatz darf man da aber nicht haben. Bei mir ist mal die Hauptsache, dass ich überhaupt einen Parkplatz finde. Da ist mir eigentlich egal, dann, ob der jetzt ruhig oder laut ist, weil bei mir ist sowieso laut, die haben einen Kühler. Und mir ist einfach nur wichtig, dass ich einen Parkplatz finde, dass ich dort halbwegs meine Ruhe habe vor anderen Kollegen auch, die jetzt, manche sind auch sehr kühlerunfreundlich. Die mögen Kühler überhaupt nicht. Deshalb ist mir eigentlich lieber, wenn ich da irgendwo zwischen den Kühlern reinparken kann, weil da bin ich zu Hause. Kühler kühlen auch im Stand und sind deshalb lauter. Wenn ich jetzt mit meinem Kühler ankomme und mich zwischen 2 Planen reinstelle oder so, dann kommt gleich schon so der Spruch, bleibst du über Nacht stehen? Also so eine Art, bitte hau bloß ab mit deinem Kühler, weil wir wollen ja schlafen. Entschuldigung, wir wollen alle schlafen. Wir haben alle Sachen geladen, die der eine auch isst, auch wenn er Plane fährt. Also von dem her finde ich das richtig respektlos.
Und ich stelle mich halt da gerne lieber zu den Kühlern hin, weil ja, wir sind Kühlerfamilie, eine Frigo-Family. Dann bleibt zu hoffen, dass Lissy ihre Kühlerkollegen auch findet.